Mit so einer hohen Niederlage haben wir natürlich nicht gerechnet, aber wir wussten vorher, dass es eigentlich die stärkste Mannschaft ist in dieser Klasse und dass es für uns schwer wird. Wir hatten jetzt schon personell 3 Ausfälle und dann muss man sagen, bis auf eine Spielerin hat keiner Normalform erreicht und da muss man sich ja in der sagen, in der Höhe geht der Sieg so ja in Ordnung. Ja, ich bin erstmal sehr zufrieden mit dem, was meine Mannschaft insgesamt geboten hat. Ich glaube, wenn man 11-1 in der Saison startet, hat man schon vieles richtig gemacht. Sicherlich war es trotzdem nicht unser allerbestes Spiel. Wir haben sicherlich Optimierungsbedarf in gewissen Prozessen noch. Aber die Tatsache, dass wir hier das Spiel mit der richtigen Einstellung von vornherein reingegangen sind und auch von dem Gegentreffer haben nicht irritieren lassen, weiter daran geglaubt haben, dass unser Spiel in dem Fall hoffentlich das stärkere sein wird, haben wir das am Ende dann auch verdient gewonnen. Ich bin dann schon sehr zufrieden, dass wir so starten in der Saison. Das ist immer wichtig und hoffentlich können wir den Schwung in den nächsten Wochen mitnehmen.